Stefan, oh, ist es schlimm? Oder müssen wir dich wegen Unterhopfung in die Gastronomie verlegen? Ja, es wird Frühling, das merkst du daran, dass in der Stadt wieder mehr Baustellen sind, als Bayern München Punkte auf dem Konto hat, ne? Der Stereotyp der Bundesliga ist ja die Monotonie. Oder auf Deutsch, die scheiß Bayern werden wieder Meister. 7 Spieltage vor Schluss ist schon wieder alles entschieden, ne? Und der Konkurrenz willst du einfach nur zurufen, mach es doch mal wie so ein blauer Schlumpf aus einer bunten Tüte am Backenzahn. Bleib doch mal dran. Borussia Vizekusen, ne? Zum 7. Mal in 10 Jahren souverän Zweiter geworden. Bei dem Zickzackkurs, den die Borussia da die ganze Saison gemacht hätte, da hätte selbst, wenn die an der Börse gewesen wären, hätten die irgendwann gesagt, so, das langt jetzt aber. Kleines Rätsel für die BVB-Verantwortlichen, was sitzt auf dem Baum und weint? Eine Heule. Was habt ihr denn jetzt vor, wenn der Torweger weg ist? Ich sag's euch, den Plan von Kehl und Co. ist Marius Wolf. Das ist dem trojanischen Pferd. Weil der sieht ja jetzt schon so aus wie der Haaland. Der Hagemann, den gestern schon hier verwechselt wegen Zöpfchen und so weiter und so fort. Die Fans merken das gar nicht. Wenn du in Dortmund ganz oben sitzt, dann wirst du in 2 Jahren noch sagen, boah, sag mal, der Haaland, ey, der ist auch nicht mehr so gut wie früher und so viel Tore schießt er auch nicht mehr. Ne? Dabei ist das der Wolf. Hermann, wenn du joggen gehst, ne, kannst du 2 Werbespots drehen. Die ersten 100 Meter für Adidas und den Rest für das Asthma-Spray. Ja, die Konkurrenz von Bayern, den Rest kannst du auch knicken. Leverkusen, ey. Hätte ich ein Leverkusen-Restaurant, da würde ich jetzt draußen dran schreiben, frühstücken Sie auf unserer Terrasse wie Bayern 04 Leverkusen im Europapokal. Draußen. Was ich auch nicht verstehe, ist RB Leipzig. Generell Leipzig, auch da die Menschen. Wir waren da mal in der Nähe von Leipzig im Trainingslager, hatten damals eine Mannschaft, die hieß Dennis. Ne? Wir gehen abends in eine Disco, der Dennis geht zu einer Ollen und sagt zu der Ollen, sag mir mal, was du liebst. Und sie so, dich Dennis. Und der Dennis war erst ein bisschen verwirrt, hat dann aber zur Sicherheit nochmal 2 Schläger und einen Ball geholt. Christian, steh auf da jetzt, bis unser Mannschaftsarzt auf den Platz gerannt kommt. In der Zeit hast du schon alleine Medizin studiert. Stefan! Bei der Sonne sehe ich das erst. So, was hast du denn für weiße Waden? Die blenden ja mehr als ein LKW mit Fernlicht. Ja, und bei Hertha knallt der Magath-Effekt gleich richtig rein. Wobei ich ja glaube, dass die Spieler von Hertha einfach mal einen Spieltag gelaufen sind, weil sie gesagt haben, komm, dann ist der Verstehen-Sie-Spaß-Gag von Freddy Bobic auch vorbei. Eh wieder weg. Der Magath ist das gar nicht. Das haben viele, der Magath ist das nicht. Sondern sein Co-Trainer. Hier, der Schotter halt, Alter. Meine Fresse. Hier der Fothern, das ist ein geiler Typ. Ne? Der geizt nicht mit Komplimenten für die Spieler, das ist als Schotte unüblich. Der Schotte lässt sich ja auch gerne mal die Mandeln rausnehmen, wenn der Hemdkragen zu eng wird. Vielleicht sollten aber mal die Hertha-Verantwortlichen überlegen, wen sie generell da. Das ist so geil, ne? Da ist mal sportlich Ruhe und dann kommt der Windhorst und sagt, ja, hier, Präsident Gegenbauer, alle weg. Der Gegenbauer stellt sich hin, nee, wir haben ja den Fans und den Verein und so weiter, haben wir ja versprochen, dass wir das nicht öffentlich austragen, das Ganze. Hat gestern super funktioniert, läuft richtig gut. Für Hertha-Fans, kleinen Tipp, um in die Zukunft zu schauen, braucht ihr gar keine Glaskugel. Kauft euch einfach ein Ticket für ein HSV-Spiel, dann wisst ihr, wie es die nächsten 5 Jahre wird. Männer, runter! Wir müssen für die nächste Auswärtsfahrt die Kutsche fertig machen. Ja sicher, bei den Spritpreisen. Ah, wenn es jetzt so richtig warm wird, dann können wir endlich unsere neue Trikotkollektion, ne? Die wir da anfertigen lassen. Ne? Vom asiatischen Top-Designer zu eng. Und um die Mannschaftskasse ein bisschen aufzupäppeln, ne, mache ich hier nächste Woche so einen Kurs für alle Bochum-Fans. Bier aus Bechern, trinken statt werfen. Kevin! Boah, der ist so hohl. Der hat gedacht, die Kassiererin beim Mediamarkt flirtet mit ihm, weil die seine Postleitzahl wissen wollte. Oh, ist es schlimm oder müssen wir wegen... Ja, nee, also das funktioniert. 7 Frühstücken Sie wie bei... Und da war der Dennis erst ein bisschen verwirrt, hat dann aber zur Sicherheit... Steh auf da jetzt, bis unser Mannschaftsarzt auf dem Platz geraufen. Ja, der rauft auf dem Platz. Männer, pst, komm mal runter, helfen fürs nächste Auswärtsfahrt. Wer kennt's nicht?